Hallöchen meine Freunde und herzlich willkommen hier wieder zurück zu XCOM Enemy Within mit der Mod Long War Season 2. Und es dauert nur noch 2 Tage, bis Exalt mal wieder vor der Tür steht. Aber davor gibt's noch eine Entführung. Genial. Commander, we're tracking several reported abductions via the Hologlobe. I've got the coordinates locked in. Wir nehmen auf dem mittleren Schwierigkeitsgrad auch eine Menge mittlerer Soldaten mit. Moment mal kurz. 5 Tage. Gut, der Martin kommt dann mit bei der nächsten Mission. Shenlong hat gemeint, er braucht ein bisschen Training. Wollte eigentlich jede Menge Specialists mitnehmen, ne? Dann ist natürlich noch ein Medic wichtig. Hätte ich gerne noch einen Assault dabei. Cynthia darf mal das Snipern ein bisschen üben. Dann schon ewig kein Engineer mehr dabei gehabt. Fällt mir gerade auf. Nehmen wir die Milena mit. Ich traue mich gar nicht, einen Rekruten bei einer moderaten Mission mitzunehmen. Da kann ja alles auf uns lauern. Nehmen wir noch ein Rocketeer. Ich habe nur ein Rocketeer dabei, oder? Und dann ein Gunner, oder? Fehlt uns nur noch ein Gunner zu unserem Glück. Du könntest mit Ach und Krach eine Beförderung bekommen, aber das sehen wir dann später. Ich sehe gerade, wir haben sehr viele Battlescanner dabei. Habe ich keinen Scout eingepackt? Schlecht für uns. Lassen wir mal den Rocketeer daheim. Und nehmen einen Scout mit. Für alle Fälle. Denn wir wissen ja, ein Feldboss ab und zu mal aufzumischen bzw. auszulösen. Dafür eignen sich halt Scouts halt am besten. Mit allen anderen Einheiten hatten wir bei 50-50% Chancen immer den kürzeren gezogen. Von daher. Will ich einen zweiten Battlescanner? Nee, nicht bei einem Ingenieur mit so einem Dreck. Nimm doch bitte was Explosives mit. Dankeschön. Du nimmst das ganze Gelumpe mit. Brauchst du eine Granate? Wenn wir noch früh genug herausfinden. Du, mein Freund, benötigst definitiv einen Laser-Riffle. Laser, sagte ich. Wollte hier hinklicken. Die Phalanx ausrüsten. Ja, auf dein Laser-Set kannst du immer noch nicht verzichten. Aber vielleicht, wenn es dir gelingt, ein Level abzukriegen. Ach, und der Specialist Anderson. Hast du irgendwas anderes aus der Granaten mitnehmen? Nimm einen Scope bitte mit, ich meine einen Laser Sight. Ich weiß, Scopes sind schon lange überfällig, aber naja. Ein Flashbang. Wie Flashbangs haben wir eigentlich? 1, 2, 3. Ich glaube, bei 3 belassen wir es auch. Schade, dass das Sniper-Gewehr noch nicht fertig ist. Marksman? Wir dir noch eine Laserpistole in die Hand, weil du ja dafür qualifiziert bist, diese zu benutzen. Auch wenn du jetzt extrem gut schon bist, geben wir dir nochmal plus 5 in Treffsicherheit. Und dann nimmst du mir mal für alle Fälle ein Medkit mit, falls du noch jemanden verarzten musst. Wie viele Medkits haben wir? 1. Na stimmt, du bist nicht so treffsicher, mein Freund. 3. 4. Ein Battlescanner. Ein paar Böller. Ja, doch. Schauen wir uns mal an, was wir dafür vorbereitet haben. 100.000 Blumen sind so, natürlich. Was denn sonst? Prepare for deployment, Strike One. Auf in den Kampf. The next deployment site is in the UK.
We're still picking up transmissions indicating alien movement in one of their major city centers. Okay. We should get down there and secure the area ASAP. Dass der immer so viel labern muss, ne? Ich glaube, darüber beschwere ich mich schon seit zigtausend Folgen. Warum schalte ich den Burschen nicht einfach ab? Das geht doch auch, oder? Okay, wir beginnen also von der hinteren Position. Strike 1 has the green light for deployment. Nee, 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 nee. Dich heben wir uns nochmal auf. Und wie wir sehen, sehen wir da nichts. Der große Nachteil an dieser Map ist, dass die Deckung stellenweise sehr weit auseinander ist, was das schnelle Vorrücken doch ein wenig behindert. Oh naja. Du wirfst eventuell einen Battlescanner, mein Freund. Ich glaube, du wirfst ihn jetzt schon mal aus dem einzigen Grund, weil ich gerne sehen wollen würde, wie wir hier vorrücken können. Geht's noch weiter? Nein. Wenn wir hierhin vorrücken können, das wäre schon gut. Wie viele sind denn das? Waren das 4 Stück? Hab ich richtig gesehen? 4 Sucher. Oh. Das wird heftig. Der Sniper hat leider keinen Präzisionsschuss. Seht ihr, mit dem Präzisionsschuss könnte ich zumindest einen von denen anhitten, dann würden die zu uns kommen. Ganz ehrlich, da jetzt vorzustürmen, ist jetzt auch Selbstmord. So, Zeng. Löst du die aus? Nein, gut. Dann rücken wir so weit vor. Nimmst noch einen Medic mit. Du, mein Freund. Ist das schon in Sichtweite? Könnte möglich sein. Blödes Schild. Ich geh mal beiseite. Du gehst mal erstmal hier hin. Und wir machen jetzt erstmal Steady Weapons. Anchor down. Von mir aus noch ein Overwatch. Und Steady Weapons. So, werden die sich jetzt bewegen? Okay, die haben kein Interesse an Haue Haue. Gut, dann pullen wir mal mit unserem Medic. Oder mit dem Gunner. Oder mit dem Scout. Ah, der Gunner kommt leider nicht weit. Na komm, du pullst. Tarnmodus könnt ihr vergessen, ich habe Battlescanner geworfen. Haha. Sagte er und verlor 500 Mann. Obwohl er nur 7 dabei hatte. Jawohl. 2 Schaden sind besser als 0 Schaden. Alles 49%, außer auf Tiernahrung. Na gut, auf dem ist jetzt Holo-Zielen drauf. Den könntest du platt machen. Bitte, triff auch. Beim nächsten Mal nehme ich sonst die 84%. Sehr gut, einer weniger. Ich schätze mal, egal wie es ausgehen wird, einer von denen könnte uns würgen. Okay. Da waren es nur noch 2. Target neutralized. Sehr schön. Können wir es wagen, hier hinzugehen?
Gut, hat das meiste Leben. Holo-Ziel nur ein bisschen Schaden, das ist gut. Die würde ich ja auch gerne einen Abschuss gönnen. Oh, nur 56%, das ist viel zu wenig. Und ich glaube, so machen wir einfach gar keinen Schaden. Da probiere ich doch lieber mal den Schuss. Und stelle fest, ich hätte die Granate werfen sollen. Naja. Ich weiß, deine Treffsicherheit ist ja mal für ein Poppes, aber... wäre nice, wenn du den erledigst. Okay, die sind dran. Jetzt gibt's Verletzte. Aber solange uns nichts anderes in die Flanke fällt, sollte noch alles in Ordnung sein. Oh, der flankiert uns. Ja, 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 ja. Bitte töte nicht meinen Medic. Ich flehe dich an. Nein. Alter, das bekommst du zurück. Das bekommst du zurück. Holo-Zielen für dich. Dann erledigst du den mal. Gut. Sniper nur 54%. Kann mir da jemand mit Holo-Zielen aushelfen? Nö. Doch, du kannst das. Okay, dann ist wenigstens die Trefferchance von unserem Sniper erhöht. 64%, komm Baby, du musst einfach treffen. Komm Cynthia. Wunderbar, reicht aber nicht. Kümmert sich Senk persönlich darum. Doc, du flickst dich jetzt mal zusammen. Das war jetzt richtig böse. Ein Hitpoint hast du noch. Viel Spaß bei einem Monat Aufenthalt. Nein, du schmeißt mir hier keine Granaten. Das wird ein einmonatiger Aufenthalt auf der Krankenstation. Und du sicherst dir erstmal ab. Vorrücken, eine interessante Idee, aber nö. Also das war jetzt richtig böse, ne? Ich habe mit allem gerechnet, aber nicht damit, dass die schießen. Okay, wenn die sich nicht mehr tarnen können, dann versuchen die höchstwahrscheinlich nicht mehr zu würgen. Das habe ich in der Tat nicht bedacht. Ich würde dich am liebsten noch ein bisschen vorschicken. Okay, wir sehen hier nichts. Also nutzen wir die Gelegenheit mal zum Nachladen. Ich hoffe, du pulst nichts. Gut. Dann kannst du auch einen Overwatch machen. Sniper müsste bei Gelegenheit mal nachladen. Jo, ich weiß, dass ihr da vorne seid. Ihr habt ja keine anderen Möglichkeiten. Ihr könntet uns gerne mal etwas entgegenkommen. Also ich glaube, bei moderaten Missionen kommen da gerne schon mal... wie soll ich sagen? Sucher aufs Spielfeld. Du kannst das einzigste Mal vorgucken. Okay, meld, gut. Das missfällt mir. Seht ihr, das meine ich? Die Deckungen sind einfach viel zu weit auseinander, dass man vernünftig vorrücken kann.
Schicken wir mal unseren Scout vor. Und er sieht nichts. Gut, gut, gut. Dann können wir gefahrlos vorrücken. Got it. Moving. Du, mein Freund. Sollst du jetzt dein Medkit aufheben, oder? Du bist ja der Einzige, der jemanden wiederbeleben kann im Falle eines Falles. Shenlong geht hier hin. Rücken wir einfach mal ganz hart vor. Der Sniper ist viel zu weit hinten, das ist mir aufgefallen, in der Tat. Komm, heil dich nochmal hoch. Sicher ist sicher nicht, dass du mir beim ersten Anblick eines Gegners tot umfällst. Du machst halt einen Overwatch, auch wenn es sich mit deiner Waffe nicht anbietet. Okay, Floater. Kommt ruhig näher, Freunde. Ihr müsst nicht alle auf einmal einen Overwatch machen. Okay, du siehst nichts. Von da aus würdest du auch nichts sehen. 41%. Oh. 50% plus Rolo zielen. Dann müsstest du den jetzt mal erledigen können für uns. Hoffe ich. Nein. Risiko, Risiko. Oh, der Overwatch da vorne. Den darf ich nicht vergessen. Ich würde schon wieder blind losstürmen. Komm, du darfst immerhin zweimal feuern. Also probier dein Glück. Mist. Genau, Mist, kannst du laut sagen. Warum nicht gleich so? Können wir es riskieren, dich... Moment mal kurz. Papa hat ja noch was. Wirf bitte die AP-Granate. Beide zu treffen ist nicht möglich, oder? Nee, das ist aus dem Winkel einfach nicht möglich. Also werf ihn bitte direkt auf den Kopf. Er wird's überleben, aber... Er ist geschwächt. Mir bitte hierhin vor. 34% Glückstreffer oder einfach mal abwarten. Komm, mach einen Glückstreffer. Glaub fest an dich. Das Problem ist, wir treffen hier nur einen. Du bist hier in ziemlich großer Gefahr, dessen bin ich mir bewusst. Blenden wir zumindest mal einen von denen. Du rückst mir hierhin vor und ballerst das Ding da ab. Ah, komm, wozu brauchst du so viel Treffsicherheit, wenn du sonst nichts triffst? Jetzt mischen die uns auf. Da war ich wieder viel zu geizig. Oh, watch. Overwatch. Doch nicht immer auf den Sagen. Der kann doch auch nichts dafür, der ist so. Komm, revanchier dich postwendend. Glück gehabt. Oh Mann. Gut, du wirst in diesem Spielzug noch nachladen müssen. Probier deine 39%. Nee. Moment mal kurz, sieht unser Sniper irgendetwas von da hinten? Oder du bist einfach zu weit weg. Okay.
Kommt unser Grenadier mal wieder zum Tragen. Dieses Ding würde ich da schon gerne entsorgen, aber bitte ohne das Vieh. Nadelgranate, bevor wir unsere eigene Deckung in die Luft jagen. Hätte ich gleich machen sollen. Moment, siehst du den auch? Du könntest dich da vorpirschen. Das Problem ist, wir wissen nicht, was hier hinten steckt. Da kann ja noch einiges auf uns lauern. Nee, du heißt erstmal ein Zeng. Ah, okay, das war nur ein Rüstungsschaden, sehe ich gerade. Bleibt es doch bei einem verletzten Doktor. Du bewegst dich da am besten mal gar nicht. Du probierst einen Luckshot. Ach, du hast dasselbe Holo-Ziel, habe ich komplett übersehen. Und du legst nach. Und du machst mir einen Feldposten, falls was auf uns zurollt. Okay, der erste ist ausgelöst. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Auch du hast jetzt gerade ein Schokoladeneis verdient. Gibt es gratis in der Kantine. Ja, ich belohne meine Soldaten mit Schokoladeneis, wenn sie den Feldposten treffen. Gut. Du kommst mir nicht auf blöde Ideen. Okay. Moment mal, du hast doch den Dingskirchenschuss, oder? Genau, du hast Covering Fire. Ja, das war wirklich nah dran. Ich hasse die Abilities von den Viechern. Hätte dir so gerne einen Abschuss gegönnt, aber naja. Muss sich Zeng persönlich drum kümmern. Okay, zweiter Versuch. Geht doch. This one is finished. Oh ja. Dann rücken wir mal wieder langsam vor. Du musst nachladen. I'm on the move. Reloaded. Auch mal nachladen müssen? Ich weiß, richtig dumm, wenn wir jetzt jemanden aufdecken. Dann haben wir nichts mehr zum Feuern. Du machst mal sicherheitshalber einen Overwatch. Sniper rückt nach. Der dich dann doch gerne ein bisschen weiter vorne. Um das Schlachtfeld zu überblicken. Und da kommen noch mehr Sucher. Und eine Drohne. Gut, solange die Feldposten treffen, ist ja auch alles Born. Ne? Moment mal kurz, Moment. Moment, habt ihr es gesehen? Habt ihr dasselbe gesehen wie ich? Guckt mal, Leute. Hier ist unser Startpunkt. Kannst du ein bisschen schneller scrollen? Da ist ja der Startpunkt, ne? Und unser Sky Ranger steht hier. Ja, ich weiß, es liegt daran, weil die Map nicht überarbeitet worden ist und da von der Map aus steht, aber trotzdem lustig. Wenn ich jetzt vorstelle, die werden da durchgelatscht, haben nichts gesehen, drehen wieder um. Oder sind das die Guten und wir bekämpfen jetzt die Guten, wir sind die Bösen oder wie oder was oder wer? Ey, komm schon, du könntest einen Abschuss machen. Jawoll, ja. Moment mal kurz, hat hier vielleicht irgendjemand Holo-Ziel? Nein? Dann kommt doch mal bitte unser Gunner vorbei. Aber ich glaube, du machst das Ding fertig, oder? Nicht ganz. Triffst du? Jawohl. Dürfen nicht vergessen, dass uns das Ding sehr böse flankieren könnte. I have no ammo.
Ja, ich weiß. Granate werfen oder... Ach, du hast ja schon geschossen. Ich weiß, da ist noch einer von denen in den Tarnmodus gegangen, aber den werden wir jetzt wohl nicht finden. Ich hoffe, du erledigst das jetzt mit der Drohne hier. Jawohl, gut. Sehr schön. Achso, lädst du nach? Du rückst vor und machst uns mal einen Feldposten. Jetzt noch einen Battlescanner zu haben, das wäre reiner Luxus. Okay, das Ding haben wir verloren. Rücken wir mal vor. Machen wir es dem Viech mal ein bisschen leichter. Okay, du kommst nicht weit genug. Du dafür schon. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass der Sucher das letzte Viech ist. Also gehen wir mal auf einen Gruppendingskirchen Overwatch. Ja, du bleibst gerne mal stehen. Du kannst da stehen bleiben. Für euch ist die Deckung hier eher Mangelware. Okay, gut, von der Reichweite schenken sich die Positionen hier nichts. Also, Freunde, mal gucken. Ach, da ist er ja. Bitte macht das Ding platt. Juhu. Und das war's, oder? Jawohl. Wow, ich glaube, den einen schwer verletzten Medic hätten wir uns vielleicht sparen können. Zeng hat vielleicht nur einen Streifschuss abbekommen. Ja gut, dann muss ich sagen, das waren nicht die besten Leute, die wir mitnehmen konnten. Von daher sollten wir doch halbwegs zufrieden sein. Und wir haben eine lausige Beförderung. Oh, wie lange willst du denn Urlaub machen? Naja, ich glaube, dich sehen wir so schnell nicht wieder in der Kampagne. Rapid Reaction. Ein zusätzlicher Dings-Reaktionsschuss, wenn der erste trifft. Wobei zusätzlicher Schaden für Granaten. Ist Sepper schon ganz anständig. Ja, wenigstens haben wir wieder gut Beute gemacht. Ganze 9 Meld. Ich hätte mit weniger gerechnet. Und ganze 7 Seeker Wrecks. Die werden wir gut gebrauchen können. So wie die Floaters. Und wir bekommen 90 Credits. Das bedeutet, wir gehen jetzt erst einmal in unsere Facility. Nicht in die Facility. In die Dings da. In unser, ihr wisst schon, unsere Werkstatt. Und basteln uns mal eine Laserkanone. Wie viel Zeit würden wir da sparen? Die Hälfte. Aber wir können uns den Preis da nicht mehr leisten. Naja gut, wenn wir uns jetzt zum Monat noch mal leisten können, dann könnten wir gerne auf Buildquick noch was nachbestellen. Bestellen wir jetzt erstmal eine. Gutes. Dann würde ich mal gerne in die Dings angucken, in die Training School. Und wir haben 95 Total Ranks, das ist gut. Da kommen wir schon langsam näher. Oh ja, nicht mehr lange, dann habe ich meinen 8. Soldaten. Das ist schön. So meine Freunde, das war's jetzt von dieser Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.